Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP. Oh, ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play The Forest. The Forest. Ja. Ja, und mein Baumhaus ist fertig. Wuhu! Geil. Dann kommen wir jetzt da hoch. Oh, einfach so. Meinst du, da oben sind wir sicher? Naja. Wer weiß das schon? Kann man speichern. Also, ich denke mal, hier sind. Also hier können wir zwar hier nicht speichern. Doch hier. Ja, wirklich? Und schlafen. See, wir können hier auch schlafen. Oh, nice. Dann ist das jetzt hier unsere neue Basis. Weil ich glaube nicht, dass die hier hochkommen können. Ich gehe auf Erkundungstour. Ich tue jetzt nicht meinen ganzen. Pass mal auf. Noch 999 Steine! Ja. Aber ich tue jetzt nicht den restlichen Part hier die ganze Zeit zubringen zu bauen. Ich schaue mich jetzt einfach hier um. Vielleicht sehen wir noch irgendwas Geiles. Wir sind mittlerweile an einen Punkt angekommen. Warum möchtest du es erklären? Ja. Keine Ahnung, ob das hier noch weitergeht. Ja. Weil wir sind jetzt in den kommenden Parts sind wir halt immer und immer wieder gestorben. Ja. Und die Aufnahmen sind auch nicht so berauschend. Genau. Weil die sind unglaublich am Längen gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Nicht so dolle. Ja. Also ja, egal. 10 Parts machen wir aber noch. Ja. Also wir sind jetzt hier mittlerweile beim 10. Part. Ja. Wir hoffen, dass es nächste Woche wieder besser wird. Ja. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Vielleicht kommt aber was vollkommen anderes. Mal schauen. Ja. Man weiß es nicht. Genau. Warum bin ich blutverströmt? Ich laufe jetzt erstmal hier durch die Gegend erkunde. Für den Fall, dass das hier der letzte Part sein wird, will ich wenigstens noch was hier sehen. Ich glaube, mehr als noch mehr Wald werden wir sowieso nicht sehen. Ach, was. Ist bestimmt noch was Geiles irgendwo. Hier mal einen Baum. Gigantischen. Dem ich nicht interagieren kann. Na gut, okay. Was wir vielleicht hätte noch machen können, ist, wir hätten vielleicht auch die Höhle erkunden können. Ja. Aber da haben wir sofort gesagt, nee, das wollen wir nicht. Nee. Weil wir haben ja dieses komische Viech da unten gehört und haben uns zwar die Hose geschissen. Weil ich habe ja sofort gesagt, als ich das gehört habe, so nein, da gehen wir jetzt nicht runter. Vor allen Dingen, ich glaube noch nicht mal, dass wir bereit waren, da runter zu gehen. Ich glaube, dafür bräuchte man sogar eine Taschenlampe. Na, wenn hier, ich kletter mal hier hoch. Bist du wo? Da hinten bist du. Ich bin ja irgendwo auf so einem Steg oder so. Hier bin ich in Sicherheit. Das wäre. Hey, das muss ich sehen. Ich bin ziemlich weit weg, also. Ja, ich mache mir auf den Weg. Ich trinke ein bisschen Alkohol. Ich hab, ich hab schon, dankeschön. Getrunken habe ich schon. Und aha. Und außerdem, ich habe noch eine brennende Flugzeugaxt. Das heißt also. Na! Ah! Zur Hölle. Kann ich mal wieder weggehen, ey? Hier ist ein Spalt. Yeah. Geh mal rein. Oh. Ich bin jetzt hier gerade in der Höhle drin, tatsächlich. Dann komme ich mal da hin. Hab ja sonst nichts zu tun gerade. Ja, er ist auch gerade abgehauen, natürlich. Hier liegen überall Hände rum. Das ist widerlich. Ne. Na gut, okay. Es sind auf jeden Fall keine Hände von Einheimischen. Es sind wohl andere Hände. Warte, ich komme. So was zu essen dabei. Nein. Hey, ich hab
Ich habe Stoff gefunden. Ganz viel. Oh, oh nein! Oh mein Gott! Ja, verpisst euch! Vielleicht tot. Ah. Bist du? Hilfe, ich weiß noch nicht mal, wo du bist, ey. Ich sehe deinen Namen gar nicht. Weil ich wahrscheinlich in dem Spalt bin. Warte, ich komme raus. Hier bin ich. Und ich bin tot. Was? Jo. Es passiert. Ich muss mich wieder waschen. Alles klar. Da mache ich mal und nehme mal einen kurzen Bad. Und dann ist schon der, der mich hier wieder angreifen kommt, ey. Nicht nach meinem ersten Bad. Ich glaube, diejenige, die ich gerade getötet hat, ich glaube, die habe ich gerade umgebracht. Oh, du bist auch tot? Okay, cool. Ich bin noch am Leben. Ich lebe noch. Also okay. Also mein Schädel ist, mein Rucksack, also oh, das Zeichen ist über deinen Namen gewesen, deswegen. Ach so. Aber Vorsicht, da ist noch einer. Vorsicht, da kommt einer. Ich weiß. Ich glaube da, dass ich mich so langsam wieder mächtig genug fühle, um es mit jedem aufzunehmen. Frag mich nicht, warum, ich weiß nicht wieso. Ich habe gerade ein paar Blumen gegessen. Naja, also wie gesagt, ich habe gerade einen Felsspalt gesehen, aber ich bin geflohen. Und weil, naja, sagen wir mal so, da kam diese blauen Gegner auf mich zu, ey. Na gut. Kann man trinken. Boah. Fisch. Ein Fisch mit einer Axt erledigt. Yeah. Das Wasser ist nicht tief genug, damit ich da hier siehst du da diesen Felsspalt? Ja. Da bin ich gerade reingegangen. Dann gehe ich mal da rein und guck, was da los ist. Gut, dann let's go. Ist sowieso egal, ob ich jetzt noch sterbe. Ich habe das Projekt schon aufgegeben. Du hast es schon aufgegeben? Ja. Deswegen gehe ich ja die ganze Zeit hier auf Erkundung. Ach, das meinst du mit Hände? Ja. Hier war so die ein oder andere Hand. War nicht so nett anzusehen. Ich glaube sogar, dass hier diese blauen Gegner herkommen. Dann müssen wir die einfach alle erledigen, dann spawnen die nicht mehr. Also mein, ja. Ja, hier habe ich nur letztens einen abgemurkst. Was hat ein Koffer? Oh, eine Menge Stoff. Ja, den habe ich kaputt gemacht. Das ist ganz schön unheimlich. Ist aber Geld. Hey, guck mal, hier liegt jemand. Jemand, der halbwegs menschlich aussieht noch. Oh ja, die sehen wirklich noch halbwegs menschlich aus. Steckt er meinen Stock im Hintern? Hat?
Also mal nur Stoff. Warum ist hier nur Stoff? Ich, oh. Was ist das denn? Oh. Timmy? Das war jetzt gerade verdammt laut, ey. Oh, da drin höre ich was, glaube ich. Ich kann nicht sehen, ich komme nicht weiter, du stehst mir im Weg. Oh, warte. Geh du ruhig vor. Ich habe noch. Brauche ich mal Medizin, um mich zu heilen oder irgendwie so was, ey. Von Helm, den kann man nicht mitnehmen, ehrlich. Ist aber nur Stoff drin. Au! Ah, Gott! Haut mir einfach eine über, ey. Ich bin tot. Ja, ich auch. Sollen wir aufgeben? Ja. Ja. Dann wird das jetzt, dann ist das jetzt auch unser Ende. Wir beenden da diesen Part. Ja, komm, ein paar Minuten können wir noch. Ja, gut. Ich renne einfach hier durch die Gegend. Ich habe 2 Tage überlebt. Ich kann einfach gucken, ob ich was Geiles finde noch. Nein, steht fest, also. Ich denke mal, dass ich meine Leiche nicht mehr finden werde. Also. Beziehungsweise meinen Rucksack? Ich versuche mal meinen Rucksack wieder zu kriegen. Auch wenn es sowas von unmöglich ist. Na, ich nicht. Ich glaube jetzt einfach hier. Die Gegend. Ach, du bist entkommen? Nee. Du bist also auch gestorben. Ja, ich wurde gewonshottet, der kam ja vor der Ecke. Dann war ich weg. Oh. Ich denke mal, dass wir dann vielleicht nur offscreen weiterspielen werden. Ja, mal schauen. Ja, genauso läuft, also. Also, wenn er weiterhin so läuft, ey. Was wäre in Minecraft nie passiert? In Minecraft wäre uns das niemals passiert. Genau. Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, es wären überall Dinosaurier. Wie im ersten Kommentar, im ersten Part. Ja. Hallo, oder stell dir vor, wir wären einfach so im Wald und hätten eine große Nase. Ja. Okay, das ist das Ende. Ach, war's noch lange nicht. Wie jetzt. Und vergiss nicht, wir sind ein Club. Ja, der Nero läuft noch weiter im Dunkeln. Ich laufe gerade nochmal durch die Höhle. Und ich hab's nicht geschafft. Ich bin tot. Ja, Weil die da anders sind. Wisst ihr was? Ich frage aber den noch. Bleib jetzt einfach. Ja. Machen wir einfach noch bis 18 Uhr, es sind noch 4 Minuten. Ja. Es war eine schöne Zeit, aber. Es war eine schöne Zeit, aber irgendwann muss es auch einfach mal zu Ende gehen. Es sind dann halt immerhin 10 unterhaltsame Parts. Ja, aber da bin ich denn hier gefunden. Hier ist eine kleine Hütte. Was ist das? Kleine Hütte? Oh, wir sind, geschlafen. Wir sind überall Dings. Container. Container? Ja. Warum bist du so weit weg? Ja. Das schau ich doch nicht. Außerdem ist es dunkel und gruselig. Ich habe eine Leiterplatte gesammelt. Eine Leiterplatte? Ja, ich hätte auch eine. Ich gehe jetzt nach Hause in mein Baumhaus. Geht's hier runter oder ist das Wasser? Nee, das ist Wasser. Ja, ich starre jetzt auf den Mond. Ich denke über mein Leben nach. Warum bin ich hier?
Wollte ich wirklich den kleinen Timmy retten? Nicht wirklich. Ah! Was ist überhaupt, was steht überhaupt in meiner To-Do-Liste? Finde Timmy, baue den Lager, finde und koche Essen, baue Verteidigungsanlagen, finde einen Weg länger unter Wasser zu bleiben, finde die vermissten Flugzeugpassagiere und erkunde die Wasserhöhle. Ja, das war eine Unterwasserhöhle gewesen. Tja, das können wir uns wohl abschminken. Wir sind alle verloren. Hase! Wir haben noch 2 Minuten. Ja, Komm wieder zurück, falls du es schaffst. Ich hab nein, ich gehe jetzt einfach weiter. Irgendwas finde ich. Ich komme gerade auf so einen Berg zu, glaube ich. Ich sehe es nicht. Sehr dunkel. Da sind eine Menge Leute. Okay. Du bist tot. Ich könnte mal hier hoch. Ich habe mich selbst getötet. Ich bin einfach die Klippe runtergesprungen. Ich bin jetzt. Ich bin in Sicherheit. Wenn die nicht klettern können, bin ich hier oben in Sicherheit. Ich bin auf so einem kleinen Steg jetzt. Ah. Ja, immerhin. Immerhin bist du in Sicherheit. Naja, die können hier hochklettern, glaube ich. Weiß ich nicht. Tun wir mal einfach so, als bin ich in Sicherheit. Lass dich doch einfach töten, ey. Du hast halt. Eh keine Chance. Ich mach mein Licht aus, jetzt sehen die mich ja. Wir hätten vielleicht einfach. Ich weiß, was ich noch mache. Eine Sache wäre, wenn ich noch mache, dafür muss ich runter zur Küste. Ich höre dich doppelt. Oh nein! So, geh jetzt hier noch hin. Eine letzte Sache wäre. Aua. Ins Wasser. Oder auch nicht. Mein Gott, die hat mich nicht mal ins Wasser hier reinpacken können, ne? Na gut. Dann es ist 18 Uhr, wir beenden den Part des Projekts. Es war eine kurze Zeit, aber es war eine witzige Zeit. Ja, kann man ja mal machen. Spielt nur, weil nicht. Wie viel hat es gekostet? 11 Euro, irgendwie sowas? Ja, 11, 12 Euro. Ich habe es auch beenden gedrückt. Halt. Also, das war's mit The Forest. Wir sagen danke fürs dabei sein. Es waren 10 lustige Parts. Aber irgendwann sind wir jetzt einfach an einen Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr ging. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.